Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 David vs. Goliath Projekt. Zusammen mit dem McManus. Hallo. Und das wunderschöne LU-Team. Oder Hallo. Kann man ja gar nicht mehr nennen, LU-Team. Ne? Da muss man ja, wir nennen euch jetzt die Klabauterbande. Mit der Klabauterbande, meine lieben Freunde. Was ist das denn? Hallo. Die Klabusterperlen sammeln die Klabauterbande. Weiß denn jeder hier im Raum, was Klabusterperlen sind? Ja, ich weiß, was das sind. Okay, warte. Andi, weißt du, was Klabusterperlen sind? Ja. Alex? Ich gehe mal davon aus. Domme? Der weiß Nein. es nicht, bin ich mir Nein. sicher. Ja. Josh? Auf jeden Fall. Manu? Auf jeden Fall. Hat ja, ich weiß schon. Und Michael, David? Ja. Nee. David weiß auch nicht, Rainer? Ja, ich kann was denken. Und Richard? Nö. Au, wir haben drei Nichtwissen unter uns. Das heißt, der, ich lass mich überlegen, der Andi erklärte jetzt mal den Alter, was Klabusterperlen sind. Warte mal vorbei, Friesi, irgendwie kommt Erklär meine doch unserem Schweizer Kollegen mal, was Klabusterperlen sind. Nein, den Schuh ziehen wir jetzt nicht an. Okay, dann, ich habe noch ein anderes Synonym dafür. An die drei, die es nicht wissen. Also David, Richard und Domme. Jo. Habt ihr schon mal das Wort Arschmutzel gehört? Vielen Dank, Luke. Okay, ich kann es mir denken. Alter, nicht dein Herz. Gut, dass ich diese Richtung sehe, das konnte ich mir so halb denken. Oder für die Internationalen unter uns, Anal Beats. Anal Beats? Oh Mann, ey. Ja gut, haben wir das auch, die Definition geklärt? Näher drauf eingekommen, ja, nach der Sekunde. Du weißt nicht, ob ich glaube, dass ich diese Unterhaltungsfaktor ist, den wir aufgreifen wollen, aber das hätte er hingestellt. Ah ja, interessant. Naja, da du ja hier da du ja das Video mit interessanten Themen filmen möchtest, dann hau mal raus. Was kann man so im Petto? Wieso muss ich das füllen? Das sehe ich jetzt nicht gerade. Du bist doch der Beste, sagst du immer. Ja, muss ich nicht sagen, das wissen die Leute ja. Wie war das vorhin mit dem Hochmut und Fall und so und irgendwas und naja. Aber ansonsten, was gibt's für ein Thema? Richard, du warst ja jetzt wieder 4 Wochen unterwegs gewesen auf deinem Boot. Schiff. Es sind schon 4 Wochen um? Ja. Ja. Wie die Zeit vergehen, ey, ohne Scheiß. Genau, ja. Du bist ja mal 4 Wochen auf Arbeit. Jetzt hast du 4 Wochen frei, oder? Genau, jetzt habe ich 4 Wochen frei und kann endlich wieder zocken. Also ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert von diesem Konzept. Mir würde zwar das 2 Wochen besser gefallen, aber 4 Wochen frei ist natürlich sensationell. Ich wechsle allerdings jetzt auf meinen Arbeitgeber und bin jetzt wieder Tagesausflugschiffer. Ach, das heißt, du bist jeden Tag zu Hause? Ich bin dann jeden Abend zu Hause, ja, aber ich weiß nicht, in was für eine Verfassung. Naja, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen, da, ja. Aber krass. Da ist der Arbeitsweg nicht mehr ganz so weit. Wie lange seid ihr denn? Ach so, okay. Jetzt waren es ja immer 560 bis 600 Kilometer, die ich fahren musste. Zum Arbeitgeber. Zum Schiff, genau, zum Schiff. Na gut, und ich sag mal, die fährst du heute einmal in 4 Wochen, zweimal, ne? Einmal hin und einmal zurück. Genau, einmal hin und einmal zurück. Und jetzt sind es halt bloß ein paar Stunden. Oder halbe Stunde bis anderthalb Stunden. Zum Arbeitsplatz. Aber dafür jeden Tag. Ja. Aber das ist dann trotzdem irgendwo angenehmer. Okay. Okay, okay. Eine halbe Stunde ist doch okay, Arbeitsweg, da ich muss sagen. Ja. Weißt du, was mich mal interessiert hätte? Du hast uns ja immer mal Bilder geschickt, ne? Ja. Von deinem Schiff und so. Tiefgang. Mich hätte tatsächlich mal, mich hätte mal interessiert, wie das von innen aussieht. So eure Kajüten in dem Sinne. Das ist einfach ein ganz normaler Raum, wo ein großes Kastenbett drin steht. Mit einem Schrank. Aber hat aber jeder seine eigene? Jeder hat seine eigene. Nur das Bad müssen wir uns teilen. Ja, okay, aber da arrangiert man sich, ne? Ja. Wie viel seid ihr da? Wir sind 2 Matrosen und 1 Schiffsführer. Ach, und der Schiffsführer hat seine eigene Putze. Ja. Ach so. Oh, da hätte ich jetzt mehr gedacht. Okay. Ich habe auch mit mehr gerechnet, ja. Naja, es kommt auf die Länge. Jetzt, da ist es wirklich von der Länge abhängig. Okay. Desto länger, desto mehr. Also umso länger das Schiff ist, umso mehr Leute müssen da? Genau. Okay. Also wir, das ist ja ein 105 Meter Schiff und jetzt wäre das Schiff jetzt nur 85 Meter, wäre zum Beispiel nur der Schiffsführer und nur ein Matrose da an Bord. Ach ja, krass.
Und bei 135 Metern hast du schon wieder einen Matrosen mehr. Es kommt natürlich auch noch drauf an, was hast du für eine Betriebsform. A1, ja, ja. A2 oder B-Fahrt. A1 ist, da kannst du täglich 14 Stunden fahren, einmal in der Woche 16 Stunden. A2 ist 18 Stunden täglich, einmal in der Woche 20 Stunden. Und B-Fahrt ist 24 Stunden. Aber was da ist, das heißt auch der Matrose darf das Schiff fahren? Ja, wenn er Schiffsführer ihn lässt. Der Schiffsführer kann sagen, pass auf, schau mich aufs Ohr, du tuckerst jetzt mal ein paar Stunden mit dem Kran hier rum. Genau. Das geht, okay. Ja. Du kannst. Stimmt, ich hab mal gehört, ein Kumpel von mir macht da gerade einen Bootsführerschein. Mhm. Es ist nur wichtig, dass einer mit einem Schein auch auf dem Boot ist, ne? Wurde genau, mir da mal gesagt. Ein Patentträger an Bord ist. Und der Rest, aber das ist eigentlich, ist das doch scheiße, oder? Um genau zu sein, könntest du bei uns an Bord kommen und wir sagen, so Tino, du setz dich jetzt mal hier hin, Farmer. Ach ja. Also das ist wirklich möglich. Krass. Die einzige Voraussetzung, die man haben sollte, mindestens 16 Jahre alt, gewisse geistige Reife und ein paar Fachkenntnisse. Und schwimmen. Nee, das brauchst du nicht. Nee, weil das macht das Boot. Wir haben Rettungsringe und wir haben Rettungswesten. Nee, krass. Und macht sichere Rettungswesten. Seid ihr nur zu dritt, ne? Das ist natürlich krass. Da bist du natürlich, aber kann ich mir vorstellen, da gibt es keine klare Aufgabenverteilung, oder? Da bist du Mädchen für alles. Ja. Außer befriedigen, das muss jeder selber wissen, wie er es macht. Wie wir jedes Mal doch wieder in das Thema abdriften. Aber es ist wirklich so, aber ich meine gut, wenn jeder sein eigenes Räumchen zumindest hat, dann ist es ja okay. Und wie lange arbeitest du dann immer? Also von wann bis wann? Also feste Arbeitszeiten haben wir an sich nicht. Also Arbeiten machen ist dann meistens so zwischen 7:30 und 16 Uhr so in dem Dreh. Aber weil wir arbeiten, fangen eigentlich dann das Arbeiten an, wenn das Schiff losfährt und hören dann das Arbeiten auf, wenn das Schiff stirbt. Ja, ja, logisch, ja. Das sind meistens 14 Stunden. Wie ist das mit dem Kochen? Wer kocht denn da immer abwechselnd oder wie? Selber. Jeder für sich selbst. Echt? Okay. Ja. Ihr macht euch jeder euer Essen. Ab und zu mal auch mal zusammen. Also mit meinem vorhergehenden Kollegen habe ich eigentlich jeden Tag zusammen gekocht. Mal er, mal ich. Aber jetzt mit dem neuen Kollegen. Der hat da noch eine Laktoseintoleranz. Oh. Jeder für sich selber. Kann ich wenigstens so viel Käse nutzen, wie ich will. Also dann halt das Problem, es gibt ein Problem bei der Sache, finde ich. Bei drei Mann musst du dich echt mit jedem verstehen, ansonsten gibt es da echt ein Problem. Ne? Ja, du kannst ja nicht aus dem Weg gehen. Doch, du kannst schon, kannst schon aus dem Weg gehen. Na gut, ja, 100 Meter Schiff, ne? Sagen wir so, als Matrose, du kennst viele Orte. Ist das so groß? Ja, ne, 105 Meter. Da ist einiges an Platz da. Da gehst du zum Beispiel runter in den Maschinenraum, machst da ein bisschen sauber oder so, lässt dir zwei, drei Stunden Zeit. Müsst ihr viel sauber machen? Nö. Also wenn man dran bleibt, dann geht's eigentlich. Okay. Wenn man es jetzt ein bisschen schleifen lässt, dann wird es natürlich ein bisschen mehr, aber. Ich finde das schon sehr interessant, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Macht an sich auch Spaß. Nur mit dem Choleriker als Chef ist das scheiße. Ach, echt? Ja. Ui, kann ich dir was erzählen? Dass du mir noch nie erzählt, dass dein Chef Choleriker ist. Du sagst immer, ihr schickt euch WhatsApp-Bilder und so. Ja, ja, ja. Oder was meinst du jetzt? Ja, ich meine eigentlich Money, aber okay. Ja, natürlich. Wirklich ein Chef? Aber das ist natürlich schon krass, also. Naja, es ist nicht ohne. Definitiv nicht. Ich meine gut, aber wie gesagt, dieses 4 Wochen frei halt, das ist halt einfach so geil. Ja. Das ist wirklich geil. Das wird mir auch fehlen. Das wäre aber nichts für uns, so. Aber das ist eigentlich immer so das Gefährlichste für einen Schiffer. Die Zeit an Land. Warum? Naja, ich wohne ja hier in der Nähe von Berlin. Ich habe jetzt nicht so viele Freunde hier in Berlin. Ja. Und bei der einen muss ich ungefähr 2 Wochen Minimum vorher Bescheid sagen. Erstmal treffen.
Und der andere ist in der auch in der Tagesausflugschifffahrt, der hat einmal in der Woche frei und hat auch meistens manchmal nicht Zeit oder mal beziehungsweise keine Lust, sich mit mir zu treffen. Ja. Und ja, dann sitze ich meistens eigentlich vorm Rechner und zocke. Geil. Ja gut, jetzt hast du ja uns. Ja, natürlich. Lol. Ja, aufbauen für sie. Ja, wieso denn nicht? Ja, ich sag mal so, es ist auch schwierig mit einer Beziehung, ne? Ja, was heißt schwierig? Du bist halt 4 Wochen nicht da. Ich meine, mein Gott, es gibt halt eine andere Würze, ne? Wenn du 4 Wochen nicht da bist, kommst heim, da gibt's halt, da hast halt erstmal 3 Tage voll zu tun, ne? Natürlich. Da glüht was. Ja, ja, auf jeden Fall, ey. Also ich hatte damals mal eine Fernbeziehung. Wir haben uns nur am Wochenende gesehen. Mhm. Du, das hat auch was. Hatte ich auch schon. Im Fernverkehr aber genauso. Ja, Fernverkehr ist das auch so. Aber wo ich sagen muss, Fernverkehr ist der Hass. Also das wäre für mich das Schlimmste. Mittlerweile ja. Ich ziehe da so meinen Hut vor allen, die das machen, muss ich wirklich sagen. Also da wirklich Props gehen raus an alle, die im Fernverkehr, die da die ganze Woche auf dem Bock sitzen. Ein Kumpel von mir macht es ja selber. Der ist ja selber Fernfahrer, ne? Oder gewesen, jetzt macht das nicht mehr. Aber der war auch, da ist Sonntag 22 Uhr, da hat er das Ding angeschmissen. Wir sind Mittag schon los, meistens. Der Sonntag geht ja nicht. Doch, wir hatten eine Sondergenehmigung wegen Luftfahrt. Ja, das ist ja was anderes. Aber wenn du Sonntag so, der ist ja normal, ist ja 22 Uhr losgefahren und dann ist der jeden Tag bis und am Freitag war der zu Hause oder Donnerstag. Ja, das ist schon scheiße, also. Vor allen Dingen, da nicht genügend Abstellplätze für die LKWs da sind. Das ist krass, ja. Das wird immer schlimmer. Das ist mittlerweile echt eine Sauerei. Die stehen ja bis raus auf die Autobahn. Ja. Wenn du da manche Raststätten siehst, das ist Wahnsinn. Das Problem ist auch, dass die auf der Standspur einfach stehen bleiben. Die Rumänen und so, die bleiben einfach stehen. Das ist, mich wundert, dass da nicht mehr passiert, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber die bauen ja auch massiv aus. Ne? Also es werden ja viele Raststätten erweitert und ausgebaut, neue Standplätze geschaffen. Aber es dauert halt alles. Ne? Ja. Ja. In der Zeit sind sie schon wieder LKWs da. Ja, ich weiß auch nicht, ob das die Zukunft ist mit dem Transportwesen. Nee, irgendwann ist Ende. Ja, weil ich sag mal, die Kapazitäten sind ja auch irgendwann ausgeschöpft. Ne? Ja, und entweder ist es wirklich dieses autarke Fahren dann irgendwann, dass du wirklich nur eine Spur hast und da fährt einfach nur eine Schlange LKWs vom Roboter gelenkt so ungefähr. Und oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber da wird es zukunftsorientiert, muss ich da schon was tun. Das Problem ist auch, dass die meisten großen Firmen überhaupt keine Lager mehr haben. Das liegt alles auf der Straße. Es ist halt, aber das Hauptproblem ist ja der Mensch. Ne? Das muss man ganz klar sagen, weil ich sag mal so, wenn wir nicht so konsumverwöhnt wären und zu jeder Jahreszeit alles fressen würden wollen. Ja. Weißt du, so eine Sache halt es ist ja, man gibt sich ja mit den saisonalen Sachen nicht zufrieden. Ja? Nee, es muss ja von über die ganze Welt gekutscht werden und dass wir halt auch im Winter die schönsten, tollsten Sachen essen können. Ja. Das geht schon los. Es liegt nicht nur an den saisonalen Sachen, wie ich finde persönlich, sondern es liegt auch am Wasser. Braucht man Wasser, wenn man in Deutschland gutes Wasser hat, braucht man dann Wasser von irgendwo, von Italien oder so. Da finde ich, geht meiner Meinung nach, das geht schon los. Genau, da geht schon los, ja. Ach so, du meinst jetzt Trinkwasser? Trinkwasser, ja. Genau. Ja. Muss man da Wasser kilometerweise irgendwo irgendwelche Pässe wuchten, wenn man nicht aus dem Hahn hätte oder sich was aufbereiten könnte? Ja, das ist aber nicht nur Wasser, das sind ja, ich meine, damit geht's los, aber das ist ja bei allen Lebensmitteln so. Das ist so beim Viehtransporten genauso. Warum müssen Vieh von Norddeutschland nach Afrika gekarrt werden? Das ist doch Schwachsinn. Also, ob da kein Vieh gibt. Ja. Das stimmt schon, also das ist. Was aber auch noch dazu kommt, ist dieser hohe Termindruck. Damals in der Binnenschifffahrt, wo, also ich rede jetzt von 1960 bis 80 so um den Dreh oder sogar noch ein bisschen früher, da war das so, du bist in den Hafen angekommen und hast mindestens eine Woche gebraucht, ehe du gelöscht warst. Ja. Weil es da halt noch nicht solche großen Kräne gab. Da hast du das meistens sogar noch eher, da waren noch viele Hafenarbeiter, die dann das Schiff leer gemacht haben, mit Säcken und Schubkarren alles rausgetragen haben. Und da hast du da locker mal eine Woche Zeit verbracht. Da hast du dich mit den ganzen anderen Schiffern abends in den Kneipen getroffen. Ja. Klar, die ganzen offiziellen Kneipen, die waren 22 Uhr geschlossen, aber als Schiffer, du wusstest, wo du hingehen musst, damit du da abends noch weiter saufen kannst. Früher im Fernverkehr auch so. Es geht ja auch schon los mit, Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Weil das habe ich jetzt zum Beispiel oft genug erlebt, dann mussten wir, also wir haben Montag gelöscht. Ach, jetzt ist mir wieder eingefallen, verdammt alles. Erzähl. Es geht schon los, wo ich im Krankenhaus lag, wegen dem Leistenbruch. Habe ich mich mit einer unterhalten, drittes Lehrjahr war die dort. Ne? Und die hat die OP-Vorbereitung mitgemacht. Die haben für nichts Zeit. Die haben nicht mal Zeit, 5 Minuten mit dem Patienten zu quatschen. Es ist einfach, das ist ganz, ganz schlimm ist das. Also ja. Da wirst du schon, die sagt ja, du wirst halt schon schief angeguckt. Weil ich halt gefragt habe, ob es halt Spaß macht, ob es so ihr Beruf ist und so. Und du wirst halt schon, sie sagt, du wirst halt schon schief angeguckt, wenn du da 5 Minuten dich mit jemandem unterhältst. Also weil da nur noch Termin und Druck und oh. Und kein Personal. Ja, da geht ja los, kein Personal. Das ist doch keine Zeit. Ja, weil die ja überall sparen wollen. Genau. Ja, aber an der falschen Stelle. Genau. Das ist ja bei uns nicht anders. Also im Einzelhandel, Alter. Wir müssen mit den Online-Händlern da konkurrieren, Alter. Wir könnten locker noch 2 weitere Leute einstellen, was wir an Arbeit für haben. Will aber unsere Abteilung nicht, weil Kosten. Einzelhandler ist aber auch ein ganz großes Problem mit 350, 400 Euro Jobbern. Das auch, ja. Kaufland und so weiter. Oder diese ganzen Dings, die haben alles nur auf 300, 400 Euro Basis. Genau, die stellen ja. Die auch kein Fest ein, das kannst du vergessen. Das ist richtig, ja. Ja. Die ganzen, die da an der Kasse sitzen und so weiter, das ist alles nur so 400 Euro Jobber. Ja, das dürfte nicht sein. Nee. Im Prinzip bezahlt die Allgemeinheit die ja mit, denen ihr Gehalt wird ja durch die Allgemeinheit mitbezahlt, weil die ja vom Arbeitsamt mit Geld bekommen, damit die überhaupt in die Runden kommen. Genau, die werden ja noch entweder wird der Rest aufgefüllt mit Stütze oder die haben das als Zweitjob, weil sie den ersten Job nicht reichen oder was auch immer. Genau. Das ist ja die Katastrophe. Ich wollte gerade sagen, ich habe das 3,5 Jahre gemacht und ich habe nichts vom Arbeitsamt bekommen. Aber du hast studiert? Ja. Nein, ich habe ganz normal Vollzeit gearbeitet. Ja. Aber nicht als 400 Euro gehabt. Doch. Vollzeit? Also ich, nein. Ich wollte gerade sagen. Du hast, aber Manu, du hast Vollzeit gearbeitet und das gemacht. Ja. Ja, das ist ja ein Unterschied. Das ist ein anderer. Aber ich bin auch nicht 400 Euro krass, wie dann da saß. Es gibt nein, aber du hast einen Vollzeitjob gehabt. Ja. Geht ja darum, wenn du jetzt nur diese 400 gemacht hättest, hättest du ja, sag ich mal, auch vom Amt dich aufstocken lassen können. Genau. Also, ja, vermutlich, ja. Ja, wenn du eine Wohnung hast oder so und was weiß ich und bla, dann von 400 Euro kommst du ja nicht hin. Ja. Da finde ich. Wie viele waren bei dir in der Klasse? Was ist ein Mindestlohn aktuell in Deutschland? Weiß das einer? Wir sind bei 8,90, glaube ich, ne? 10,85 Euro oder so. Was? Nee, 9 Euro irgendwas. 9,40 Euro, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. 35, 49 sind wir, glaube ich, gerade. Ja. Also irgendwie sowas bei 1300, kann das sein, netto? Könnte sein, gut. Ja. Gut, dann bist du schon gut, glaube ich. 12,50, 1300, ich habe keine Ahnung. 9,19 Euro, das Mindestlohn. 9,19 Euro, okay. Brutto darf man nicht vergessen, ne? Ja. Wahnsinn. Gut, Jungs, genau. Ich habe mal zusammengepackt, ne? Ich gehe ein Eis essen. Bist du fertig oder was? Ich bin fertig. Echt? Ich stelle mich in Garagen. Also man soll schon jedes die gleiche Zeit aufhören, sonst passt dann hinten und vorne. Ne? Nur das sagen die Leute vom Physio hören jetzt auch auf. Ja, bleib mal stehen. Was, du bist echt fertig? Nein, ich bin nicht fertig. Aber wie viel Bahn willst du noch ziehen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja. Das man ist man ja. Muss wirklich sagen, ohne Scheiß jetzt, Manus hat wirklich sehr sauber gearbeitet, aber da führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach so. Es ist ja ungewohnt, aber er hat wirklich extrem gerade Linien gezogen. Fast wie ein Helfer. Was? Ja. Doch, weil ohne ich. Weil ich eine Maschine bin. Achso, du hast ja benutzt oder was? Ich hab einen Helfer reingemacht und hab mich zugelehnt. Easy. Nein. Es ist relativ knapp, aber ich würde persönlich sagen, dass Manus gewonnen hat. Das Wendemanöver von euch, was ihr nicht ganz einig wart, hat euch den Kopf gebrochen, weil wenn ihr jetzt auch ganz unten wärt, wäre unentschieden. Ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch, dass Tino noch schneller war. Ja. Hab ich eine halbe Bahn oder anderthalb Bahn vorgestellt? Also nee, es wird schon sein, wenn ihr unten seid, wäre Gleichstand, glaube ich. Ja, das kann schon sein. Ich glaube, Tino, du konntest ja von Anfang an mit 12 Kilometer pro Stunde fahren, wa? Das Problem ist, ich habe das Bergaufproblem nicht gehabt wie ihr. Ja, du hast halt Power und am Arsch. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, es bei 7 Traktoren im Verbund, es überschneidet sich immer mal was, ne? Das
Du flügst bei 1,50 Meter, flügst du ja nicht, wenn 7 Mann nebeneinander fahren, exakt 10,50 Meter. Da müsste ja jeder exakt auf der Linie fahren. Das deckt aber dann noch nicht. Wenn du genau auf der Linie fährst, lässt du irgendwas stehen. Genau, also das ist. Aber trotzdem, ich fand es trotzdem mal eine coole Challenge, vor allen Dingen auch wieder mit sehr schönen Maschinen. Gerade auch die Klaas. Ey, den Klaas hätte ich gerne bei Hof Bergmann drin. Das wäre ein super geiler Traktor für Hof Bergmann. Den hätte ich auch gerne bei True Farming drin, warum nicht? Ja. Ich hätte gerne einen Xerion. Weil. Der schmeißt 3 Fehler leider. Ach, scheiße. Ja. Ob wir in Hof Bergmann das Budget für einen Xerion haben, möchte ich da jetzt nicht weiter ausbauen. Nee, True Farming meint der, Andi. Ich meine True Farming, ja. Weil mit dem Flug könnt ihr mir schon vorstellen. Ja. Ja gut, die Map gibt's her, muss man sagen, aber trotzdem ist es schon eine Hausnummer. Na gut, meine lieben Freunde, aber der Füßi wollte euch noch eine Geschichte erzählen. Ja, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. War knapp, angeblich. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ja. Ich finde da... Du darfst ruhig nochmal sagen, wer gewonnen hat. Ja, also Team Goliath hat hier die Challenge gewonnen. Das war sein Ding. Aber das muss man auch sagen, er musste alleine spielen. Deswegen war es sein Ding, Team ist nicht so seins, das haben wir ja schon öfters festgestellt. Ist der Teamplayer, der Mann ist. Hey, kleiner Spaß am Rande, Leute. Team bin ich gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ich bin auf die nächste Challenge gespannt. Und ja, bei Manus vorbei schon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein, Leute, ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.